ich weiß nicht, was in den anderen Spielern vorgeht und ob ich irgendjemanden dazu ermutigt habe, es mir gleich zu tun. Es ist nur so, dass mein Leben hat sich natürlich verändert. Ich kann sehr viel Positives berichten. Mir geht es nach wie vor sehr gut. Das war für mich der richtige Zeitpunkt. Aber ich will nicht weiter spekulieren, was jetzt passieren wird. Aus den persönlichen Briefen und E-Mails, die ich bekommen habe, kann ich sagen, dass ich vielen Leuten helfen konnte. Aber es war mir ja auch wichtig, das Thema mal in den Vordergrund zu rücken und zu sagen, es gibt Spieler, die auch homosexuell sind, die sich nicht trauen, darüber zu sprechen. Und wenn mal jemand darüber spricht, der selbst Nationalspieler war, dann kann das Auswirkungen haben. Ich habe davon profitiert, dass Profis vor mir, vielleicht auch aus anderen Sportarten, sich geäußert haben. Das hat mir Mut gegeben. Und vielleicht traut sich irgendjemand, wenn nicht, dann hoffe ich, dass es den Spielern trotzdem gut geht. Es muss nicht jeder so machen, wie ich das getan habe, aber seinen eigenen Weg finden und Mut dazu haben, sein Leben so zu leben, wie man es möchte. Yeah.